Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich habe heute was richtig schön Italienisches mit für euch dabei, und zwar den Maserati Levante GT. Heißt, wir haben hier jetzt das italienische SUV mit dabei, das so ein bisschen die Elektrifizierung von Maserati vorantreiben soll. Und das Fahrzeug schauen wir uns heute gemeinsam im Detail an. Falls du nach dem Video Lust hast, dann schau doch unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Da werdet ihr ganz bestimmt fündig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Maserati Levante GT und mir. Hier steht er nun also endlich neben mir, der Maserati Levante GT. Sprich, wir haben hier jetzt einen Hybriden mit dabei, der halt eben die ganze Elektrifizierung von Maserati etwas antreiben soll. Ja, neben dem GT als Hybrid gibt es natürlich den Levante auch weiterhin als Modena, Modena S oder auch als Trofeo. Bei uns steht er nicht nur als Hybrid-Variante, sondern auch mit einem sportlichen Kleid, denn wir haben das Sportpaket hier mit dabei, was man zum Beispiel an den schön hochglanzschwarzen Längsstreben hier am Kühlergrill erkennen kann. Man kann es natürlich dann auch an der Seite nochmal ein paar kleine Details erkennen, aber die schauen wir uns natürlich gleich zusammen an. Vielleicht noch so ein bisschen hier zum Antrieb von unserem Levante GT. Eben, er ist ein Hybridfahrzeug, heißt, wir haben hier einen 2 Liter Vierzylinder Motor mit dabei mit einem 48 Volt Hybridsystem. Das heißt, man kann hier halt dann einfach entweder elektrisch anfahren oder eine ganz kleine Strecke elektrisch zurücklegen. So hat er eine Systemleistung von 330 PS, was auch wirklich ein Wort ist. Selbstverständlich sind dann auch so die Maserati-typischen Skills mit dabei. Hier oben schön zentral das Maserati-Logo, den Dreizack schön in der Mitte vom Kühlergrill. Das heißt, das Ganze wirkt wirklich sehr, sehr stattlich, wie ich finde. Rechts und links haben wir durch das Sportpaket jetzt die adaptiven Voll-LED-Scheinwerfer mit dabei, die dann halt eben auch ein richtig schönes Licht auf die Straße projizieren. In den Scheinwerfern steht auch nochmal schön Maserati drauf, was einfach den ganzen Look nochmal an ganz vielen kleinen Stellen vom Fahrzeug perfektioniert. Wenn wir da noch ein bisschen weiter an die Seite gehen, haben wir in unserem Fall jetzt 21 Zoll Räder hier mit dabei. Allerdings kann man wählen zwischen 18 bis hoch dann eben zu den 21 Zoll. Sportpaket zeigt sich hier an der Seite dann eben in den schönen blauen Bremssätteln, die sich hier wirklich richtig stark abheben, was sich dann auch hier wieder hier oben matcht. Auch hier haben wir die blauen Details mit dabei und auch einen GT-Schriftzug. Diesen Schriftzug, den muss man nicht unbedingt ordern. Das heißt, je nach Ausstattungsvariante könnte es da stehen, muss aber nicht stehen. Je nach Geschmack finde ich auch einfach richtig cool. Die Bremssättel, die gibt es übrigens in 9 verschiedenen Farben, nicht nur in dem Blauton. Das gehört halt eben zum Sportpaket dazu. Aber hier gibt es echt eine schön breite Auswahl an Farben. Ja, Außenspiegelkappen sind in unserem Fall jetzt auch schön lackiert in Wagenfarbe, mega schick. Und die Türen, die haben ein wahnsinnig tolles Soft-Close-System. Ist ein bisschen verzögert, so dass man vielleicht nochmal zurück zum Fahrzeug gehen möchte, aber die Tür zieht sich dann eben ganz entspannt von alleine ran. Die Scheiben hinten, die sind abgedunkelt für ein bisschen mehr Privatsphäre, kostet ein kleines bisschen Aufpreis, aber ich finde, die abgedunkelten Scheiben stehen im Fahrzeug schon wahnsinnig gut. Genauso auch wie der Dreizack hier hinten
an der C-Säule. Auch der hat dann wieder kleine blaue Elemente mit dabei, entweder für Sportpaket oder dass man hier halt auf den ersten Blick erkennen kann, dass das hier ein Hybridfahrzeug ist. Ja, ich würde vorschlagen, ich drehe jetzt einmal das Fahrzeug, damit wir uns das wundervolle Heckdesign anschauen können. Am Heck angekommen, muss ich wieder zugeben, die Heckansicht, die gefällt mir fast wieder am besten hier im Fahrzeug, was verschiedene Gründe hat. Zum einen hier oben der Dachspoiler, der dem Fahrzeug nochmal mehr Sportlichkeit verleiht. Und zum anderen hier diese wundervollen Rückleuchten. Die sind hier in so einer Bumerangform gehalten und unterstreichen dadurch nochmal so ein bisschen die Breite vom Fahrzeug. Heißt, sie machen das Fahrzeug hier am Kotflügel irgendwie nochmal so ein bisschen bulliger. Das bringt uns eigentlich auch schon so ein bisschen zu den Fahrzeugmaßen. Denn in der Länge liegt das Fahrzeug hier bei 5 Meter, in der Breite bei 1,98 Meter. Ohne Außenspiegel und in der Höhe bei 1,69 Meter. Dabei hat er einen Radstand von 3 Meter, heißt der Wendekreis, der ist nicht gerade klein, aber das liegt halt eben auch an den wirklich großen Außenmaßen hier vom Fahrzeug. Ja, wenn wir hier noch in die Mitte einmal schauen, was das Design angeht, haben wir in der Mitte selbstverständlich den Maserati-Schriftzug und auch hier nochmal den Levante-Schriftzug. Allerdings ist der Levante-Schriftzug auch nicht standardmäßig mit dabei. Den kann man eben hinzubuchen oder nicht, je nach Geschmack. Ja, hier unten, da gibt es dann noch den angedeuteten Heckdiffusor und natürlich auch die Abgasanlage. Und was hier bei der Version vom Levante besonders ist, mit dem Update hat man jetzt auch die Möglichkeit auf eine Anhängerkupplung, was bisher nicht möglich war. Das heißt, wer das braucht, kann sich eben auch eine Anhängerkupplung hinzubuchen. Ja. Was auch stark ist, dass wir hier ein adaptives Fahrwerk haben. Das bedeutet einfach, serienmäßig hat das Fahrzeug hier eine Luftfederung mit dabei. Außerdem hat es auch elektronisch geregelte Skyhook-Dämpfer. Und wir haben hier noch ein Allrad-Torque-Vectoring-System mit dabei. Das heißt, hier kann einfach nichts schief gehen. Und die Luftfederung bzw. das adaptive Fahrwerk macht es dann halt eben beim Einsteigen und auch beim Beladen vom Kofferraum deutlich angenehmer, weil es halt einfach ein bisschen rückenschonender ist. Und so kann man das Fahrzeug halt eben auch in jeder Situation bewegen. Entweder vielleicht, wenn man so ein bisschen mehr Offroad unterwegs sein möchte, kann man das Fahrzeug hochbocken. Und wenn man dann ein bisschen sportlicher unterwegs sein möchte, eben ein bisschen mehr Bodennähe schaffen. Im Kofferraum ist natürlich dann auch extrem viel Platz. 580 Liter, wenn man die Rückbank nicht umklappt. Die kann man aber auch zweigeteilt umklappen. Es gibt dann auch eine kleine Durchreiche noch für längere Gegenstände, eine 12 Volt Steckdose, Beleuchtung rechts und links, auch links und rechts nochmal zwei kleine Haken, Verzerrösen sind da und den Kofferraum verschließen kann man dann hier links unten, nicht wie man das vielleicht gewohnt ist an der Heckklappe, sondern eben hier und auch hier braucht das Fahrzeug einen Moment, bis es dann wirklich reagiert, aber ist vielleicht beim Kofferraum auch gar nicht so schlecht. So ist der Kopf auf jeden Fall in Sicherheit. So, ich bringe mich jetzt in Sicherheit vor diesem warmen, unglaublichen Wetter und springe einmal mit euch in das Interieur. Auf der Rückbank angekommen, möchte ich erstmal sagen, dass die Materialien hier hinten wirklich ein Träumchen sind. Wir haben hier jetzt die Volllederausstattung in Schwarz, super elegant, super schick, wie ich finde. Und dazu halt eben auch hier drin die blauen Details, heißt blaue Kontrastnähte, blaue Dreizack-Symbole an den Kopfstützen. Das ist wirklich einfach extrem schön gemacht, wie ich finde. Das Platzangebot hier ist auch wirklich extrem gut. Ich fühle mich in keiner Weise irgendwie eingeschränkt.
klar, der Fahrersitz ist jetzt auf mich eingestellt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jemand Größeres fährt, ist da auch noch wirklich massig Platz. Eine Isofix-Station für kleinere Kinder gibt es natürlich dann auch noch. Auch die ist wieder schön gelöst, man sieht sie eigentlich kaum. Und hier in der Mitte gibt es dann natürlich noch eine kleine Mittelkonsole für die Arme, zwei Becherhalter und halt eben die Durchreiche, die ich euch hinten schon im Kofferraum gezeigt habe. Ja, und dann hier vorne an der Rückseite der Mittelkonsole gibt es die Auslässe für die Klimaanlage. Es gibt eine 12-Volt-Steckdose und zweimal USB-A. USB-C gibt es jetzt hier in dem Facelift leider noch nicht. Ja, Alcantara-Himmel ist auch da, gefällt mir auch wieder richtig gut. Und optional gibt es hier oben dann noch das große Panoramadach, das ich auch sehr, sehr sinnvoll finde. Gerade mit einer dunklen Ausstattung im Interieur mag ich das einfach immer sehr gerne. So hat man halt eben die Option, das Fahrzeug noch ein bisschen heller zu gestalten, dennoch die Privatsphäre beizubehalten und halt eben auch mal an wärmeren Tagen wirklich die Luft, die Frischluft spüren zu können. Ja, abdecken kann man das Panoramadach natürlich auch. Ich gehe noch einmal kurz in die Türverkleidung, denn in unserem Fall haben wir jetzt die Harman und Kardon Soundanlage mit dabei. Allerdings gibt es zwei optionale Soundanlagen bei Maserati, eben diese, die wir hier jetzt verbaut haben, und dann gibt es noch eine von Bowers & Wilkins. Die kostet dann ein bisschen mehr, aber auch das ist eine reine Geschmackssache. Ja, in der Tür ziehen sich dann die Kontrastnähte in Blau auch wieder durch. Es gibt hier noch so ein hochglanzschwarzes Element, was ich auch super schick finde. Und allgemein kann man die Applikationen in verschiedenen Varianten haben. Entweder in Holz, Carbon oder eben hochglänzend. Auch da sind eben den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. So, mir kribbelt es in den Finger, wie immer. Ich nehme jetzt einmal Platz auf dem Fahrersitz. Wir checken die Performance und schauen uns auch so ein bisschen das Cockpit an. Habe ich einmal den wundervollen Motor für euch gestartet und möchte euch noch so ein bisschen was zu den Fahrzeugdaten verraten. Er braucht für seinen Sprint von 0 auf 100 genau 6 Sekunden, was bei dem Fahrzeuggewicht von 2 Tonnen, sogar ein bisschen mehr als 2 Tonnen, ich glaube 2050 Kilo sind es, um genau zu sein, wirklich okay ist. Bei 245 km/h ist dann Schluss. Mehr geht nicht, vielleicht mit ein bisschen Rückenwind und mit ein bisschen Zeit geht da schon noch mehr. Er hat ein wirklich sehr umfangreiches Assistenzsystem. Die ganzen Assistenzsysteme kann man natürlich auch einsehen im Infotainment. Das Infotainment hat übrigens auch ein Update bekommen und wir haben jetzt hier das Maserati MIA Infotainment mit dabei. Genau, aber zurück zu den Assistenzsystemen. Wie gesagt, eigentlich alles da, was man sich wünscht. Ein Spurhalteassistent, Verkehrszeichenassistent, ein Totwinkelwarner, ein Parkassistent. Einfach alles da, was man sich eben so wünscht. Das Einzige, was fehlt, ist ein Head-Up-Display. Ich dachte erst, man kann es vielleicht hinzuschalten, aber nein, es ist wirklich nicht an Bord. Aber optional gibt es das bei Maserati. Ja, auch das Lenkrad, wunderschön, wie ich finde. Wir haben jetzt hier das Dreispeichen-Lenkrad mit dabei, sprich das sportliche Lenkrad. Hab's ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass wir halt eben das Sportpaket dabei haben, ist halt eben auch dieses besondere Lenkrad mit dabei. Ich mag die Stärke vom Lenkrad total gerne. Ich mag hier die Perforierung an genau den Stellen super gerne, liegt echt gut in der Hand. Genauso gut in der Hand liegen dann auch die Pedals hier hinten und wie man hört, sind die auch wieder
perfekt aus Metall. Ich mag einfach die Haptik von Metall bei Pedals total gerne. Gibt dem Fahrzeug nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit und sie liegen einfach extrem gut in der Hand. Die Pedals, wie immer bei Maserati, sind hier feststehend, aber auch das ist natürlich so eine Geschmackssache. Ja, links am Lenkrad, da steuern wir dann auch eher die Assistenzsysteme an, Abstandsregeltempomat, Berganfahrhilfe, Abfahrhilfe, alles da. Und an der rechten Seite vom Lenkrad, da steuern wir dann eben das neue Infotainment an. Was auch cool ist an dem Infotainment, wir können das Fahrzeug hier jetzt mit der Sprache bedienen. Das heißt, es ist ein wirklich sehr intelligentes Infotainment, was einfach sehr genial ist und halt dementsprechend mitdenkt. Ja, in der Mitte ist nicht nur das Display vom Infotainment, was übrigens gestochen scharf ist, sondern wir haben überhalb vom Infotainment-Display auch noch die klassische analoge Maserati-Uhr. Und ich finde es einfach super, dass Maserati sich nicht von dieser Uhr trennt, denn ich finde die einfach zum Niederknien. Ja, hier in der Mitte Gangwahlhebel für das 8-Gang-Automatikgetriebe ist ein Getriebe von ZF. Aber natürlich schön getarnt hier wieder mit einem Maserati-Logo. Also wirklich sehr, sehr schnieke. Verschiedene Fahrmodi gibt es selbstverständlich auch. Die Dämpfer, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir haben die elektronisch geregelten Skyhook-Dämpfer mit dabei. Die kann man natürlich auch individuell einstellen. Einen großen Drehregler fürs Infotainment gibt es auch, finde ich auch super. Und natürlich, wie ich es schon angedeutet habe, durch das adaptive Fahrwerk können wir das Fahrzeug ganz individuell in der Höhe verstellen. Das Fahrzeug passt sich natürlich je nach Fahrmodus der Fahrzeughöhe an, aber man kann es halt eben zusätzlich auch noch selbstständig einstellen. Ja, Klimaanlage ist selbstverständlich auch da, Sitzbeheizung, Sitzheizung und Sitzbelüftung ist auch am Start. Ja, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich mache hier einmal die Cupholder zu. Haben wir hier jetzt die schwarz hochglänzenden Applikationen, aber wie gesagt, die gibt es auch in einem richtig schönen Holz oder eben in Carbon, je nachdem auf welchen Look man so steht. Der Rückspiegel, der könnte für meinen Geschmack ein bisschen moderner sein, sprich einfach etwas weniger Rahmen haben oder einfach ein besseres Material, weil im Rückspiegel schaut man ja doch hin und wieder. Da oben, da steuert man dann noch das optionale Panoramadach an, was man selbstverständlich auch abdecken kann. Heißt, man ist bestens vor der Sonne geschützt. Also eigentlich sind keine Wünsche hier drin offen, muss ich sagen. Er fährt sich richtig, richtig gut. Natürlich merkt man das Fahrzeuggewicht so ein bisschen. Und mit den 330 PS, ja, ist okay. Aber ihr kennt mich. Für mich gibt es kein Limit nach oben. Das heißt, wer hier so ein bisschen mehr Leistung möchte und nicht unbedingt einen Hybriden, der kann sich natürlich dann für eine etwas stärker motorisierte Variante entscheiden. Zum Beispiel für den Levante Trofeo. Ich würde sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Performance, bevor das Licht weg ist und ich euch dann endlich den Preis verrate. Am Schluss möchte ich euch natürlich auch den Preis von diesem Levante nicht vorenthalten. Für den Levante GT Hybrid starten die Preise bei knapp 80.000 Euro. Mit ein bisschen Ausstattung, so wie er jetzt bei uns steht, liegen wir dann ganz schnell bei etwa 110.000 Euro. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie viel Ausstattung er da wirklich reinpacken möchte. Ich finde die Zwischenlösung und auch den Weg der Elektrifizierung bei Maserati richtig gut. Das heißt, wer sich aktuell noch nicht an einen reinen Stromer rantraut, der hat halt hier eben eine wundervolle Mischung aus Elektromobilität und aus dem klassischen Verbrenner. So kann einfach unterwegs nichts schief gehen. Und wenn wir noch ein bisschen warten, dann bin ich mir sicher, dann hat auch Maserati ganz bald den ersten rein elektrischen Stromer mit dabei. Ja, mich würde riesig auch eure Meinung hier zum Hybridfahrzeug interessieren. Ist es noch zeitgemäß? Lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zusehen, bei Maserati für das wundervolle Fahrzeug. Ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy, auch wenn ihr uns auf unseren Webseiten besucht, der-autotester.de oder auch ninacamaria.de. Auf Instagram könnt ihr jeden Tag live verfolgen, was ich so treibe. Und ja, falls ihr jetzt Lust auf euer Traumfahrzeug habt,
dann schaut unbedingt bei unserem Leasingpartner nulleasing.com vorbei. Alle Infos habe ich euch unten in der Infobox markiert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.